So, wir probieren jetzt nochmal die Schildverteidigung. Ich habe es jetzt schon zweimal probiert und irgendwie keine Leute gefunden oder ins Spiel nicht reingekommen. Gucken, ob es diesmal klappt. Weil vor 2 Stunden kam ich einfach nicht rein. Immer interner Fehler. Ah, jetzt scheint es wieder zu klappen. Hi. Und nicht wundern, ich bin gerade im Livestream drin, deshalb, wenn ich da ein bisschen auf den Chat reagiere. Und ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich, Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn noch kein Abonnent bist, jetzt ein Abo raushauen. Weil ich denke mal, dass ich dir bis jetzt bestimmt schon das ein oder andere Mal helfen konnte. Und ihr wisst ja, geben und nehmen. Und Support ist kein Mord. So, wenn du wissen willst, wie das unten mit dem Gewinnspiel abläuft, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da steht unten der Link drin, wo ich mich einmal vorstelle und das mit dem Code genau erkläre. Jo, so, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Ich hoffe, dass ich jetzt mal einen finde für die Scheiß-Schildverteidigung. Weil alleine reicht's nicht. Definitiv nicht. Dann fehlen mir so ein bisschen die Mets zurzeit. Da muss ich auch mal erstmal wieder farmen. Jetzt hängt an den ganz einfachen Sachen gerade. Ich brauche aus den Büschen diese komische Pflanze. Aber wie oft baut man Büsche ab? Ich habe immer gedacht, will ich mir den Quatsch, aber jetzt brauche ich ihn. So, direkt rein ins Wir sollten Sturmschild. weiter expandieren. Wenn du bereit zur Verteidigung bist, wähle am Sturmschild-Konsolenmenü Schild erweitern. Ich hoffe halt jetzt echt, dass ich einen finde. Weil ich habe halt zweimal einen gefunden, aber derjenige ist dann direkt wieder abgehauen. So, Schild erweitern und ich hoffe, es kommt direkt einer. Fallmäßig, was habe ich eigentlich noch so in der Tasche rumfliegen? Ja, ich könnte von da, wo die kommen, schon noch ein bisschen was hinstellen, aber im Prinzip auch nur an eine Wand könnte ich was bauen. Auf dem Boden. Ja, ich will die Fallen halt auch nicht verschwenden, in Anführungszeichen. Da. Ja, da gut. Ich bin jetzt 2 Stunden am Stream. Jetzt hätte 2 Stunden mit mir Solo spielen können und du warst nicht da. Schäm dich. So, könnte ich irgendwas an. Ah, stimmt. Die kann ich ja jetzt herstellen. Weil da sollte man auch drauf achten, dass man die hoch genug gelettet hat, weil irgendwie brauche ich nur noch Materialien aus dem Wald oder so. Und wo hatte ich das Problem? Kurz gucken. Ne, hier habe ich es auch schon geändert. Da brauche ich Klebeband und für Klebeband brauchen wir diese Sträucherpflanzen. Was habe ich denn gebraucht nochmal? Auch was es bei Bäumen gibt, aber nur unterhalb vom Level her. Hier die nicht, da auch nicht. Ja, jetzt brauchst du natürlich nicht mehr. So, das war gut. Dann kann ich nämlich hier jetzt die Decken weiter ausbauen. Ich muss schon gerade mal überlegen, von wo die kamen. Warte, ich glaube von hier der Seite. Aber bei meinem Glück kommen die natürlich dann aus einer anderen Richtung. Ja, von hier kamen die auch nicht. Wir haben nämlich genau von da, wo ich keine Fallen an der Decke hatte. Und deshalb war das Solo echt. Ja, stimmt, von hier kamen die. Von hier unten. Ich weiß, man kann das tausendmal besser machen, aber ihr seht gerade Noob bei der Sturmverteidigung. Und solange es so funktioniert, ist alles gut. Solange es funktioniert. Weil eben hat es nicht funktioniert, aber da war ich auch so alleine. Es wäre halt nur echt schön, wenn mal einer, wenigstens einer dabei wäre. Ach, siehst du, hier wollte ich noch Waffen, Munition herstellen. Also lustig, kaum habe ich Rette die Welt im Titel, kommen auf einmal wieder mehr Leute. Battle Royale war fast nichts. Doch. Doch, kann man nicht mehr rum. Kugeln.
Achso, ich habe gerade gesehen, wo hier werden ja nicht hochlaufen, oder? Na komm schon, es kann doch nicht sein, dass wir hier so lange brauchen, um einen zu finden. So, was brauchte ich jetzt eigentlich für die Dinger an der Wand? Da sind wir. Was hat mir da gefehlt? Oh, einer ist mal da. Bitte hau nicht ab, Ello. Boah, Level 16. Warum wird denn mir hier ein Level 17er zugewiesen? Ah, Klebeband war hier das Problem. Ja, da wieder. Er hat das Spiel verlassen. Das kann doch nicht sein. Wie soll man es denn dann schaffen, ey? Man müsste Level abgezogen bekommen, wenn man einfach abhaut. Hi, Hennislav, du darfst gerne bleiben. Andere Sprache, andere Welt. Ich mach dich mal stumm. Na, jetzt sieht's schon besser aus. Stumm. Ach, das sieht doch wunderbar jetzt aus. Ich sage, wenn ich Solo fast hingekriegt habe, werde ich es mit zwei, drei Leuten, denke ich mal, schon hinkriegen. Jetzt haben wir auch die Deckenfallen komplett. Bam, bam, bam. Ich will eigentlich schon mal weiterkommen wieder bei Rette die Welt. So, jetzt weiß ich schon, wo der Angriff herkommt. Und das Lustige ist, die kommen ja auch dann immer aus einer anderen Richtung, wenn man irgendwie alles verbessert hat. So, von wo? Ah, doch, wieder von hier unten. So, wünsche mir Glück. Deutlich besser aus als eben. Nur die Cowboys nerven halt so übelst. Und die Tussis, die müssen auch direkt weg. Ah, ganz entspannt hier. Ist wieder eine Trolle, die dauernd auf der A-Reise. Da hinten die Hexe muss weg. Das war's für dich. Angriffstechnologie.
da will ich da keine hin. Ah, da ist wieder eine Hexe. Ja, mir auch. Schweber! Oh, nicht schon wieder ein Schweber. Raus hier mal ein bisschen erholen. Jetzt bin ich nämlich gleich down. Ein Jenseits kann mich festhalten. Oh, schon wieder so einer. Komm, lade dich auf. Ah, jetzt häng ich hier mal fest, ey. Entschuldigung. Anderthalb Minuten. Ja, direkt zwei. Muss doch irgendwie das Dach noch besser. Ja, 10 Sekunden dürfte passen. Dank Doris Bogen. Nice. Ach. Knapp, aber geschafft. Ich muss halt echt mal gucken mit diesen Fallentunneln und wie das alles so funktioniert. Ja, guck mal, da kann ich im Prinzip auch alleine spielen, ey. Ich weiß nicht, warum die dann überhaupt da reinkommen. So, mal gucken, was ich alles an Lamas angesammelt hat und so. Wichtig ist schon mal, dass wir es überhaupt geschafft haben. Sache, es ist immer dasselbe. Mal ist eine Sturmverteidigung simpel, weil du zwei, drei Leute dabei hast, die ordentlich mitspielen, und dann hast du wieder welche dabei, die machen gefühlt gar nichts. Was dann so ultra nervend. Achso, ich muss euch ja noch einen Code verraten, gell? Die nächste Zahl ist die 6. Und ihr wisst, Ladebildschirm, Like-Zeit,
Kommentierzeit. Wenn ihr jetzt noch kein Abonnent bist, dann wird es aber jetzt Zeit. So, Helden-EP. Ja, Mini-Lamas. Zack, nochmal 100 V-Bucks. Okay. Du kannst sprechen. Weißt du, wie lange ich jetzt in der Warteschleife war? Länger als 10 Minuten? Ein Jahr! Ein Jahr. Du musst eine Menge Geduld haben. Jetzt nicht mehr. Die Überlebenden von brutal sind es leid, ignoriert zu werden. Es tut mir wirklich leid. Wir waren unterwegs. Aber dann haben wir Hexylvanien entdeckt. Und dann waren Ferien. Und dann war der Frühling toll, so jetzt fehlen toll. Mir die Skizzen-EP. Und ich habe herausgefunden, dass meine Bandkollegen von Steelwool vielleicht noch im Brutal leben. Oh, und dann war da der Meteorit. Es gab Zombies zu sehen. Und ich sollte Vater werden. Aber dann habe ich die Zukunft gerettet. Nein, solltest du nicht. Und nein, hast du nicht. Es freut mich ja, dass du so viel Spaß hattest. Aber ich hocke hier seit einem Jahr in einem Keller. Nun, das Hocken hat ein Ende. Also, du solltest schon noch ein wenig hocken bleiben, aber nicht allzu lange. Denn wir machen uns auf die Socken. Brutal, wir kommen! So, darf ich jetzt endlich machen, was ich will. So, alle 5 Mini-Lamas noch. Oh. Und wenigstens eine Erweiterung. Ah, jetzt brauche ich EP. Jede Menge EP, aber keine Helden-EP, sondern Skizzen oder Überlebenden. Ah, Gold ist natürlich auch immer gut. Beute, Lama. Ja, da brauchen wir jetzt reingucken, da ist eh nichts. Ich glaube, einmal hatte ich einen Schuss Gold. Kleines Lama. Oh. Komm, Gold. Ah. Was bin ich denn für ein Ah, das ist schon mal gut. Steht hier jemand auf? Also von 5 Stück 2 auf Silber gekloppt. Das ist nicht schlecht. Da kam doch glatt ein Abonnent dazu. Danke dafür. Was denn? Ich hatte nur mal Hunger. Ja. Jetzt müsste ich eigentlich mal gucken, was hier alles weg kann wieder, weil wir dann noch ein bisschen Skizzen-EP kriegen. Ich wollte hier Ratterer schon gern ein bisschen aufgewertet haben. Kann ich nicht abstoßen. Warte mal, hier kann es auch mehrfach, ja. Die kann weg, 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 die. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, aber die anderen sind eigentlich eh alle oben. Ah, ein bisschen Skizzen-EP kriegen wir dadurch. Die blaue und wo ist die? Ah, die Gründer kann man eh nicht wieder verwerten, nicht, dass ich da aus Versehen was falsch mache. So, was war das? Nicht wiederverwerten. Bam, 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 ratara, ratara. Zack. Ich liebe einfach die Ratara, ich weiß nicht warum. So, jetzt will ich aber die andere auch noch. Hier ist das, meine ich, oder? Welche habe ich dauernd? Weil so schlecht ist die gar nicht. Todesjäger, ja. Wo sind denn jetzt? Ah, da hinten. Ja, die würde ich mir schon gern beide hoch. Was? Jetzt fehlen mir Regentropfen. Gefühlt hatte ich 1 Million Regentropfen. Ich glaube, die doch müsste reichen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste das reichen. Boah, ich muss doch echt mehr Rette die Welt spielen, ey. Da denkt man macht eigentlich schon genug, aber... Ah, wenigstens ein Level hoch.
Ich meine, ich habe die noch zweimal. Die Ratterer auf 70, das ist schon ein bisschen nice. Gerade einmal herstellen. Aber erstmal muss er, oder? Doch, er kriegt sie hergestellt. Weil der unten im Bogen der 82er ist immer so mein Notfallbogen. So, Überlebende. Ja, die Sache hier ist genau dasselbe. Eigentlich kann ich die alle weg, die weg, die weg, die weg, die weg. Das Problem ist wie hier. Ich habe halt diesen schon mit drin. Der hier, weiß schon, der wird irgendwie nicht gebraucht. Keine Ahnung. Mit den Überlebenden, das ist mir bei mir echt so eine Sache. Also schicken wir die erstmal zurück. So, den hätte ich aber schon gern mit drin. Hier hin. Aber mit 39 kommt der nicht irgendwo rein. Ach, da fehlen mir auch schon wieder Regentropfen. Ach Gott. Ich glaube, ich darf bald echt anfangen, Regentropfen zu farmen. Ach, Level 41 sind wir. Nice. So, kam jetzt hier noch ein Team dazu? Ich glaube ja. Dann lassen wir das erstmal. Ah, Verteidiger werden auch immer mehr. Das passt auch alles so. Dann habt ihr die Sturmverteidigung schon mal gesehen. Ich habe halt, wie gesagt, es kommt immer darauf an, was für eine Gruppe ihr habt. Und wenn ich euch irgendwie mal helfen kann, schreibt es einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Einladung. Also keine Spieleinladung, sondern einfach schreibt es in die Kommentare. Wir werden uns schon irgendwie einig werden, dass ich dir irgendwie mal helfen kann, wenn du Probleme hast mit dem Sturmschild. Und ich kann dir überhaupt helfen mit meinem Level. Also wenn du da im Level 70 Bereich bist, da brauche ich dir nicht helfen. Da bin ich eher eine Last. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, das war's jetzt hiermit. Und dann sehen wir uns schon bei der nächsten Mission bei Bitte warten. So.